Lecker. Kaffee, Frühstück. Danach Ritalin und die Welt ist in Ordnung. Nee, also ganz ehrlich, mir ist das egal. Ja. Sie helfen und deswegen nehme ich die auch. Ja. Und auch am Wochenende, Dr. Munkwald. Dr. Munkwald, mache ich. Nur damit ich wieder arbeitsfähig werde. Was ich richtig geil finde, ist, dass jetzt auch die Schlafzimmertür offen ist, weil er sich ja beschwert hat, dass das nicht geht. Die Tür muss offen sein, damit die Jill und Sunny da rein können aufs Bett. Aber die sind ja alle bei mir. Hey, Jenny ist abgehauen. Aber nicht ins Schlafzimmer, sondern ins Wohnzimmer. Ja, ist okay. Ich sage ja, ja. Ich kann mit Tiere, ich kann mit Menschen, ich kann mit allen Lebewesen in allen Universum, wenn sie mich denn lassen. Ja, aber wenn man mich nicht lässt, dann kann ich auch nicht. Ja? So einfach ist das. Das ist so geil. Ich finde das, ja, meine Süße. Wie sie mich anklicken. Warte mal. Da. Ah ja, ich muss nur ein bisschen warten. Da sitzt sie und lauert, auf das, ob sie hiervon was abkriegt. Ja. Und da ist Ashley. Und friedlich. Versteht ihr, was ich meine? Nur ich kann sowas. Nein, das kann jeder. Das könnte jeder. Wenn er denn wollte. Aber die meisten wollen ja nicht. Die merken ja noch nicht mal, wenn sie glücklich sind. Ha? So wie er hier. Nee, nein. Der ist ja nicht glücklich. Stimmt ja. Ich Schwein, mit vollem Mund redet man doch nicht. Das macht man doch nicht. Ist doch unhöflich. Ja, alles okay. Ich muss natürlich immer aufpassen. Ne? Trotzdem, ja, mache ich das. Zur Sicherheit. Ne? So, dann bin ich ja mal gespannt, wie der Tag so weitergeht. Ja. Es ist eine schwierige Sache für mich. Ja? Ist nicht gerade leicht. Aber, ja, ist das so schön. Ja? Ich sehe das positiv. Ja? Und das mache ich. Ich werde so lange hier bleiben müssen, solange der liebe Gott das will, ja? Dass ich keine eigene Wohnung habe. Mit mir hat das nichts zu tun. Warum nicht? Naja, ich bin ja schon längst draußen, Mann. Ich bin hier nie eingezogen. Nie! Weil ich ihn kenne. Wäre ich hier nie eingezogen. Da fällt mir gleich wieder Sascha ein. Den könnte ich so in die Fresse treten. Natürlich nicht. Ja. Weil der neunmal Kluge zu mir gesagt hat, das hat mir doch gleich gesagt. Ja, aber da braucht er mir nicht sagen, weil das weiß ich. Da staunt er, wa? Ja, Sascha, du kleiner Mann, nee, ehrlich. Wenn ich an dich denke, krieg nur das Kotzen. Ganz ehrlich. Und ich will auch mit dir nichts mehr zu tun haben. Ganz ehrlich. Das hast du ja schon, bestimmt schon gemerkt, ja, dass ich mich nicht mehr melde. Ja? Warum denn wohl? Na, weil ich nicht mehr mit dir zu tun haben will. Ganz einfach. Ob du das hier siehst oder nicht siehst, das ist mir sowieso scheißegal. Ja? Das Einzige, was mir, ja, was sich manche Leute so einbilden, ja, wer sie denn wohl sind, ja, was für ganz große Menschen, ja, ihr seid ganz große Menschen, nein, alle Menschen sind groß.
Das ist die Wahrheit, wenn schon. Alle Menschen, ah nee, da bin ich ja anderer Meinung. Ich gehe dann einen kleinen Schritt weiter und sage, alle Lebewesen sind heilig. Alle Lebewesen sind heilig. Ja, so ist es bei Mr. Sound. Ja, und so sollte das eigentlich bei jedem von euch sein. Ne? Aber das ist eben nicht so. Ne? Damit muss man leben. Ne? Also ich. Ja, muss damit leben. Ja? Was mir heute auch Gott sei Dank nicht mehr wehtut. Ja? Ich sage ja, wenn noch nicht mal hier, wenn ich. Ja, wenn da schon die Gefühlskälte eingetreten ist und die ist eingetreten, also dann kann mich jetzt ja nicht mehr üben. Ne? Ja. Ist so geil. Ach ja, das wäre so schön. Ach so, ja, ich fahre ja morgen nach Berlin und kick mir da ein Zimmer an bei Norbert. Und wenn das Zimmer mir gefällt, dann ziehe ich bei dem ein. Und hier weine ich keine Träne nach. Keine Träne. Das war das schlimmste Dreivierteljahr in meinem Leben. Mit dem zusammenzuwohnen, ist unerträglich. Dass ich das ertrage, das geht nur deshalb, weil ich eben Dude bin und auch sehr leidensfähig. Ja? Die beiden Sachen. Ja? Die sind bei mir so. Und natürlich, weil wir uns auch so lange kennen. Ja? Ich dachte immer, der kennt mich besser, als ich mich kenne. Aber das ist leider nicht der Fall. Ich stelle fest, ich kenne ihn besser, als er mich. Ja, so ist es. Das ist die Wahrheit. Okay, ciao. Yay, yay.